Yes. I feel like a motorbike. I strike like a cobra bike. So high, I don't know the height. Go down when I'm gotta get my money right. For that money, I love. Bitch, I cut corn, you can hit when they come up the street. I got a team, yeah, and another team. So heftig. Tschüss. Krass, ja. Bleib los. Wir checken mal das Bad ab. Also viele Spiegel hier. Sehr krass, da hat Louis sich natürlich nicht lumpen lassen. Ne? Mhm. Eigentlich muss man auch gleich mal abchecken, was hier in diesen Paketen drin ist, ne? Ja. Director's Cut. Boah, so Bandanas. Oh, krass, eine geile Ergänzung zum Outfit. Richtig. Gepäck. Damn, how much is your outfit? $1. $1, crazy. Step in, man. Yes, thank you. Okay, ich glaube, das war alles. Meinst du, wenn der leuchtet oder was? Ja, ja. Aber das darf man ja theoretisch nicht mit aufnehmen. Aber Metro hat es auch gemacht. Dieses Restaurant, wo ihr seid, morgen Abend, glaube ich, ist hier. Ja? The Black Skates. Mm-hmm. The Virgil. Mm-hmm. R.I.P. Virgil, man. Mm-hmm. Relax. Relax. Bro, nicht so nah, bitte. Relax. In the mirror, I'm doing my things. Ain't packing out nobody's pants. He a rapper, but don't got a chain. Suck him. Damn. Okay. Come link up, we can bring your bitches. Be new drink up. Thank you. Thank you. The best room service. Come on, then. Okay, kleiner Outfit check. Wir haben hier ein Alpine Stars. Was ist das? Motorrad-Oberteil. Longsleeve. Motorrad-Longsleeve. Dann habe ich eben im Off-White Store die Post-Archive-Faction-Hose gekauft. Die ist vom Runway letztes Jahr, ne? Mm,
Ja. Hatte Bloody Osiris ist ja, die ja. gelaufen mit dieser Flagge. Schwarz, ja, Flagge. Ja, und die Louis Gates in Schwarz. Mhm. Ich überlege auch noch, ob ich auf die hier switche. Aber ich glaube, ich bleibe bei denen, weil ich ziehe die morgen auf der Show an. Und wir gehen jetzt zu so einem Louis Vuitton Cocktail Dinner. Ich habe jetzt einfach mal mich dazu entschlossen, nichts von Louis anzuziehen, weil ich morgen auf der Show schon viel Louis an habe. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, oder? Nee, nee. Ich hatte heute auf dieser Louis Exhibition schon Full Louis an. Ich muss sagen, das ist mein Fit. Einmal Full Fit Check. Hard. Ja, danke. Nee, ich bin ohne besser. Stimmt, Jace macht ja kein Facebook. Come on, man. Machst, also dann, das halt hier genau nicht. Genau, ja. Manchmal. Ja, Mann. Übertrieben was. Die Jacke ist so steif und schwer. Mm. Mr. Put that shit on. Mit. Ich kann es wieder ein Zeichen machen. Jetzt wird mehr laufen, dann also wirklich jeder zweite angefühlt. Hey, hey Justin, okay, time you look into the tonight. If you want to come there again. I'm gonna be there at 9:30. We have a reservation for 4 people. Ja, von gestern Abend gab es leider nicht mehr so viel zu sehen. Wir waren noch im Caesars essen, was eigentlich so Paris Essential ist, kann ich auch nur empfehlen. Ist übertrieben nice, während Fashion Week wahrscheinlich ein bisschen überfüllt. Wir haben uns da mit Hedy One und seinen Jungs getroffen. Da haben wir uns auch sogar das erste Mal getroffen, vor ein oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ein Jahr glaube ich, oder? Ja. Ja. Super korrekt, wie immer, Essen war krass. Die haben sogar ganz gute Musik gespielt im Gegensatz zu sonst. Also kam so ein bisschen Hip-Hop-Playlist only, glaube ich. Ja, jetzt wird es Zeit zu packen. Gleich geht es noch zum Reese von der Louis Vuitton Collection. Also, dass man einmal da hingeht und dann hängen alle Pieces von der Modenschau nochmal da. Und da kann man sich alles im Detail angucken, Materials anfühlen und so. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Und dann war es das auch schon fast wieder von diesem kurzen Paris-Vlog. Habt ihr nochmal alles gecheckt von deinen Kollektionen? Ja, ja. Ich hab alles nochmal gecheckt. Ich nicht. Ich bin so gleichzeitig. Stimmt. Almost forgot. Oh, hier sind die Dreh ich mal zu mir.